Willkommen heute zur ersten Folge des Credere-Tagebuchs. Im Credere-Tagebuch geht es darum, die Entwicklung und Entstehung von Credere zu begleiten. Und jetzt erstmal für 2017 sind folgende Dinge angedacht. Zum einen, dass der rechtliche Rahmen soweit mal gesetzt wird. Zum einen in der Form, dass eine Stiftung gegründet wird, in der die ganze Plattform betrieben werden soll. Und natürlich auch, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen auch mit der BaFin noch abgeklärt werden, dass das alles so, wie ich mir das vorstelle, dann auch gemacht werden kann, ohne dass man da gleich irgendwelche Probleme bekommt. Neben dem rechtlichen Rahmen soll dieses Jahr auch der Prototyp begonnen werden, mit dem dann hoffentlich bald eine Plattform tatsächlich entsteht, auf der die elektronische Währung Credere dann verfügbar wird. Aber zunächst erst nochmal zur Stiftung selber. Denn hier geht es darum, es ist keine klassische Stiftung, die auch eine eigene Rechtspersönlichkeit bekommen soll, sondern im Gegenteil. Ich habe mich für die Stiftung entschieden, weil das eine der Personenunternehmungen ist, die letztlich dann von einer Person auch gegründet werden können, ohne dass dort mehrere dabei sein müssen. Deshalb ist es vor allen Dingen erstmal eine Treuhandstiftung. Die Credere-Stiftung ist in der Form noch eine Besonderheit, weil sie eben keine klassische Stiftung sein soll, in der letztlich Kapital angesammelt wird und von Zinserträgen irgendwie agiert wird, sondern es geht ja gerade mit der Komplementärwährung Credere darum, eine Währung zu schaffen, die nicht in dieser Form zinstragend ist. Deswegen ist die Stiftung selber dann auch eine Verbrauchsstiftung. Das heißt, alles Kapital, was in die Stiftung fließt, sei es durch Einnahmen oder durch Zustiftungen, können auch direkt wieder ausgegeben werden für die Aktivitäten, die halt die Stiftung entfalten soll. Neben der Plattform natürlich dann noch weitere Schritte, um die individuelle Freiheit von Menschen zu stärken und dafür die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Um die Stiftung möglichst unabhängig zu machen und eben auch nicht von staatlichen Entscheidungen abhängig zu sein, wird die Stiftung auch keine Gemeinnützigkeit beantragen, sondern einfach dann ganz normal nach Körperschaftssteuerrecht fungieren. Im Zuge der Klärung mit der BaFin werde ich noch Verträge und Nutzungsbedingungen vorbereiten und dann natürlich im Detail abklären, wie sieht jetzt die Verbindung von Credere zu Euro aus, beziehungsweise welche Verbindung bietet die Stiftung an, was ist dann, wenn man Credere und Euro irgendwie austauschen möchte, wie und wo kann man das machen, beziehungsweise eben, dass das die Stiftung selber und als Betreiber für die Credere-Plattform selber keine Möglichkeit anbietet, direkt Euro und Credere zu tauschen, aber dass natürlich das freigestellt ist, dass sich andere Anbieter finden, die dann dort so eine Börse oder einen Wechselkurs anbieten. Der Prototyp sollte von Anfang an mindestens diese Dreiteilung haben, dass natürlich die Datenbank getrennt von der Businesslogik läuft und die Businesslogik eben getrennt von dem Frontend, weil es sollen ja verschiedene Frontends auf jeden Fall angedacht sein. Das erste wird wahrscheinlich einfach ein HTML-Frontend, das irgendwo in dem Browser läuft. Das nächste Spannende wäre dann, dass für Smartphones Oberflächen entwickelt werden. Da ist dann ohnehin noch die Überlegung, ob ich die Frontends für Smartphones dann selber entwickeln lasse oder ob die einfach dann aufgrund der freien Schnittstelle zur Businesslogik dann von anderen auch entwickelt werden können, auch damit letztlich das Zahlungssystem flexibel eingebunden werden kann. Dann geht es darum natürlich, dass der Prototyp erstmal als Minimalimplementation, dass ich mich anmelden können muss, um einen Account zu öffnen, dann dort ein Konto angelegt wird, dann die grundlegende Systematik, wie Credere zunächst erstmal geschöpft werden und dann natürlich auch, wie sie mit der Zeit wieder gelöscht werden, einfach über dieses 1% im Monat. Dann das Minimale, damit das Zahlungssystem überhaupt Zahlungen ermöglicht, sind natürlich, dass Überweisungen möglich sind. Des Weiteren gilt es zu überlegen, welche Statistiken dann von Anfang an aus den Daten herausgegeben werden und zum Beispiel täglich aktuell abgerufen werden können, ohne dass bestimmte datenschutzrelevante Informationen rausgegeben werden. Also das eine ist so erstmal die Anzahl von den Personen, sicherlich auch dann mit den Konten, eben dazu die Beteiligungsquoten je Land, weil die sind ja wichtig, um zu berechnen, wie viel Credere kann man monatlich bekommen, da das ja anhand der Beteiligungsquoten dann langsam ansteigt. Des Weiteren natürlich die gesamte Geldmenge, die geschöpft wurde und in Umlauf ist und natürlich auch, wie viele Umsätze sind mit der Geldmenge gemacht worden. Das heißt, dass man auch ein bisschen erkennen kann im Verhältnis zur existierenden Geldmenge, wie viel wurde davon tatsächlich umgesetzt. Soweit die Überlegungen, was in 2017 ansteht. Wenn ihr gerne unterstützen möchtet und euch daran beteiligen möchtet, Credere ins Leben zu bringen, dann sehr gerne. Also hier geht es auf jeden Fall darum, die Stiftung selber ist ja dann eine Körperschaft. Das heißt, alles, was da so an Verwaltungssachen anfällt, wenn ihr euch mit der entsprechenden Buchhaltung auskennt, welche Sachen man wie wo dokumentieren muss,
damit man das möglichst einfach dann in der Körperschaftssteuererklärung letztlich abgeben kann. Natürlich auch hier bei der Klärung mit der BaFin solche Nutzungsbedingungen schreiben, wer da unterstützen möchte oder wer entsprechend das rechtliche Know-how hat, auf das Minimum und Verständlichste zu beschränken. Wer natürlich bei der Entwicklung mithelfen möchte, hier geht es vor allen Dingen auch darum, das Administrative zu übernehmen. Wer kann Linux-Server verwalten und aufsetzen mit den entsprechenden MySQL-Datenbanken oder dann halt auch die Business-Logik, die Webserver laufen lassen, all diese Sachen. Das sind administrative Sachen, mit denen ich jetzt aktuell noch nicht so das Know-how habe und es wäre natürlich einfacher, dort Spezialisten einzubinden, als wenn ich mich da noch überall einarbeiten müsste. Also es gibt auf jeden Fall viel zu tun und wenn euch irgendetwas davon anspricht, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Die Kontaktadresse seht ihr ja unten rechts im Video und auch sonst gibt es über die Webseite mit Sicherheit genug Möglichkeiten, dass ihr den Weg zu mir findet. Am einfachsten dürfte es sein, euch einfach per E-Mail zu melden. Soweit heute der Einstieg mit der ersten Folge des Credere Tagebuchs. Auf jeden Fall der erste Schritt dahin, dass Credere tatsächlich zu einer elektronischen Komplementärwährung wird und zukünftig irgendwann in der Lage ist, die Wirkung zu entfalten, die ich mir davon verspreche, dass eben eine andere elektronische Komplementärwährung zur Verfügung steht, die dann auch jedem einen Zugang zum Geld ermöglicht. Also, bis bald. Tschüss.